die Bildsprechstunde mit Dr. Ruth Hecker von Aktionsbündnis Patientensicherheit und der Gesundheitsfrage: Was passiert, wenn etwas schief läuft? Wenn etwas schiefgelaufen ist, was man hätte vermeiden können, dann hat der Arzt die Pflicht, die Patientin, den Patienten darüber aufzuklären, also mit ihnen ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass der Schaden, der entstanden ist, das kann mal ein verlängerter Krankenhausaufenthalt sein, das kann mal sein, dass sie plötzlich andere Medikamente brauchen, dass das mit ihnen besprochen wird und der Schaden möglichst behoben wird. Was tun, wenn das falsche Bein amputiert wurde? Das ist natürlich eine Extremsituation. Das sollte heute in Deutschland, eine Seitenverwechslung sollte heute in Deutschland überhaupt nicht mehr vorkommen, weil das ein Never-Event ist. Da gibt es mittlerweile in Deutschland so viele Präventionsmaßnahmen. Wenn es denn passiert, dann sollten Sie als Patientin auf jeden Fall schauen, ob Ihre Krankenkasse Ihnen hilft, Ihre Rechte durchzusetzen. Einen Rechtsanwalt für Medizinrecht annehmen oder auch bei der Schlichtungsstelle der Ärztekammer diesen Fehler, diesen tragischen, heftigen Fehler tatsächlich auch melden.